Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr den alten Performance-Mode zurückbekommen könnt. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr verpassen wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein Abo da, außerdem schaut gerne vom Twitch-Kanal vorbei und tragt natürlich auch gerne Minecraft-Code The Aircraft im Item-Shop ein. Wahrscheinlich haben es die meisten sowieso schon mitbekommen, aber es gibt auf jeden Fall jetzt neue Texturen im Performance-Mode und die werden auch so bleiben. Das heißt zumindest erstmal jetzt für die nächsten Wochen. Natürlich ist es immer noch in der Alpha, das heißt wahrscheinlich wird sich dann auch mit dem nächsten oder übernächsten Update wieder ein bisschen was am Performance-Mode ändern, aber es ist auf jeden Fall keine Bug, der jetzt gerade im Game drin ist, dass eben halt die ganze Texturen so wie bei Mobile aussehen, sondern es ist so gewollt und so wird das dann eben halt, wie gesagt, bis zum nächsten Update mal mindestens aussehen. Es gibt aber zurzeit auf jeden Fall noch eine Option, wie man auf den alten Performance-Mode zurückswitchen kann, zumindest eine Variante des alten Performance-Modes. Man hat nicht mehr die ganzen Texturen vom alten Performance-Mode, aber man bekommt auf jeden Fall einen Performance-Boost mit relativ ähnlichen Grafiken zum der ganz normalen DirectX, zur ganz normalen DirectX API. Man bekommt eben halt relativ ähnliche Texturen zur DirectX API, also DirectX 11 und DirectX 12, da sieht das relativ ähnlich dann aus, aber man hat eben, wie gesagt, ein bisschen mehr Performance wie im Performance-Mode, aber eben halt nicht ganz so viel wie im alten Performance-Mode. Das heißt, um wirklich die maximale Performance am Ende rauszuholen, muss man nun mal diesen Modus spielen und ich kann euch auch wirklich nur empfehlen, das Ganze mal auszutesten. Es wird wahrscheinlich wieder eine Gewöhnungssache sein, wie auch schon beim ersten Performance-Mode, wo den auch am Anfang keiner gemocht hat, wird es wahrscheinlich auch hier bei diesem so sein. Das sehen wahrscheinlich innerhalb von 2 Wochen dann auch wieder sehr, sehr viele spielen werden, weil man sich im Prinzip einfach wirklich nur an diese Grafiken gewöhnen muss. Letztendlich sehen die jetzt auch nicht so kacke aus. Also man kann damit auf jeden Fall immer noch genauso gut spielen. Und wie gesagt, der läuft auf jeden Fall sehr, sehr stabil. Ich habe sogar das Gefühl, deutlich stabiler mit weniger Input-Lag als der alte Performance-Mode. Könnt ihr mir ja gerne auch mal reinschreiben, wie eure Erfahrungen so mit dem Performance-Mode sind, ob ihr den mögt oder eben halt nicht. Aber auf jeden Fall auf meinem PC funktioniert das Ganze ganz gut. Aber falls ihr trotzdem jemand hiermit nicht klarkommt, ein bisschen mehr FPS haben wollt als im ganz normalen DirectX 11 und DirectX 12 und eben mal nicht diese Grafiken eben halt haben wollt, dann werde ich euch jetzt zeigen, wie das Ganze geht. Dafür müssen wir als erstes einmal unser Fortnite schließen. Dann müssen wir als nächstes, wenn wir auf dem Desktop angekommen sind, Windows-Taste und R drücken. Damit öffnet sich dieses Fenster und dort müssen wir einmal %localAppData% eingeben. Genauso wie es hier unten steht, müsst ihr das eingeben. Dann müssen wir einmal auf OK klicken. Dann öffnet sich hier dieses Fenster. Dort müssen wir dann nach Fortnite Game suchen. Doppelklick drauf machen, Save Doppelklick, dann auf Config Doppelklick und dann noch Windows Client drücken. Dann sehen wir hier die Gamer User Settings. Dort einmal einen Rechtsklick drauf machen, auf Properties und dann hier aufpassen, dass Read Only aus ist, also hier dieses Häkchen ausgemacht wurde. Bei Hidden, dort ist es sowieso immer aus und wenn ihr jetzt immer die ganzen Sachen changen wollt, müssen beide Häkchen immer aus sein. Dann einmal auf Apply klicken, auf OK klicken und dann könnt ihr nämlich einen Doppelklick hierauf machen und könnt die Einstellung davon immer ändern. Ihr müsst dann einmal runterscrollen bis ganz nach unten und dort seht ihr hier unter in den eckigen Klammern einmal die Einstellung für die Rendering API. Und hier steht beim unteren Be Prefer Feature Level ES331 gleich True und dieses True müsst ihr durch ein False austauschen, groß geschrieben, also FALSE, müsst ihr da einfach so eintippen, genauso wie es hier steht, ohne Leerzeichen direkt hinter dem Gleich hinschreiben und da müsst ihr noch einmal STRG S drücken oder ihr könnt auch bei File hier oben auf Save oder eben halt Datei speichern klicken, wenn ihr auf Deutsch euer System habt. Und dann müsst ihr das Ganze einmal wieder schließen. Dadurch könnt ihr natürlich rein theoretisch Fortnite zum Crash bringen, also wenn ihr da falsche Sachen einstellt, dann könnte es sein, dass Fortnite häufiger crasht. Das heißt, falls danach der Fall sein sollte, dann stellt einfach die Sachen zurück, die ihr eben halt geändert habt. Ansonsten, was ich euch auch empfehlen kann, ist, dass ihr einfach hier, bevor ihr da überhaupt irgendetwas ändert, einmal STRG C drauf macht, also auf die Gamer User Settings klickt, STRG C macht, das einmal auf dem Desktop packt, damit ihr dort sozusagen Backup habt, dann könnt ihr mich hier das Ganze changen und könnt danach, falls es wie gesagt buggt, einfach hier das wieder da reinschieben und natürlich dann hier das löschen, also eure alten Gamer User Settings, die davor drin waren, die dann löschen. Damit seid ihr dann am Ende auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Auf jeden Fall, falls wir das Ganze jetzt geändert haben, hier unten eben halt false steht, dann müsst ihr das Ganze einmal schließen, Rechtsklick wieder auf die Gamer User Settings machen und diesmal Read Only anmachen, beziehungsweise schreibgeschützt, heißt es in Deutsch, das einmal anmachen, auf Apply und dann auf OK klicken. Falls ihr das später auch wieder ändern wollt, müsst ihr auch wieder hier Rechtsklick auf die Gamer User Settings machen, wieder auf Properties bzw. Eigenschaften im Deutschen klicken und dann hier das Ganze wieder ausmachen. Wenn das nicht ausmacht, dann könnt ihr das am Ende nicht abspeichern. Das heißt, passt auf jeden Fall auf, dass es ausgemacht ist. Wenn ihr aber Fortnite starten wollt, muss Read Only wieder an sein. Dann müsst ihr
hier einmal auf OK klicken. Ihr könnt den Windows Explorer wieder schließen, wenn ihr wollt. Ich lasse ihn jetzt erstmal offen, damit ich es nachher noch ändern kann. Danach können wir wieder in unseren Epic Games Launcher reingehen und Fortnite ganz normal starten. Und wenn ihr jetzt wieder zurück im Game seid, dann sollte das Ganze relativ ähnlich zu DirectX aussehen. Aber es fühlt sich oder sollte sich auf jeden Fall deutlich flüssiger anfühlen, mit deutlich weniger Input-Delay anfühlen als das normale DirectX. Also es fühlt sich wirklich sehr, sehr clean an. Obwohl ich natürlich so oder so immer capped bei meinen FPS bin, bei 240 FPS, ist das eben so auf jeden Fall cleaner. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum da oben 237 FPS stehen, das habe ich so eingestellt, damit das Ganze eben halt noch ein bisschen flüssiger läuft. Bei 240 FPS kann es eben manchmal sein, dass man doch den einen oder anderen Drop hat. Das heißt, wenn man da 237 FPS hat, läuft es einfach nochmal etwas cleaner. Aber eben halt, wenn man das Ganze vergleicht zum normalen DirectX Rendering API, ohne dass man eben halt dieses Zusatzfeature eingestellt hat, dann fühlt sich das hier auf jeden Fall deutlich flüssiger an. Und DirectX, wie gesagt, da merkt man einfach, dass ein bisschen mehr Input-Delay drin ist. Und wenn ihr in der Einstellung schaut, dann werdet ihr dort auch erkennen können, dass der Performance-Mode immer noch ausgewählt ist, obwohl ihr eben halt, wie gesagt, die ganz normalen DirectX-Grafiken habt. Und ich glaube, so wird das auf jeden Fall für viele Spieler sehr, sehr gut spielbar sein. Aber falls ihr eben halt, wie gesagt, einen maximalen FPS haben wollt und minimalen Input-Lag, dann würde ich euch auch auf jeden Fall empfehlen, einmal zumindest den Performance-Mode auszuprobieren. Und ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass eventuell diese Option, die wir jetzt in den Gamer-User-Settings einstellen können, dass wir die später hier vielleicht unter den Optionen beim Performance-Mode auch ganz einfach einstellen können. Das heißt, wenn wir irgendwie so eine bessere Version vom Performance-Mode haben und sozusagen eine Extreme-Performance-Version davon haben, das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das kommt. Denn ansonsten wäre es relativ unnötig, warum die jetzt diese zwei Optionen da in die Einstellung reinpacken sollten. Zurzeit ist das aber die einzige Methode, wie man an diese neue Rendering API rankommt, also sozusagen an den Performance Mode, ohne dass man diese ganz schlechten Grafiken hat. Zurzeit ist aber das hier die einzige Möglichkeit, um an diese Variante des Performance Modes ranzukommen. Ich hoffe, ich konnte euch auf jeden Fall mit diesem Video ein bisschen weiterhelfen. Schreibt mir wie immer gerne Feedback in die Kommentare und dann bis zum nächsten Video. Ciao.